Breaking News! Es gibt ein neues Waffengesetz. Und zwar gibt es ein kleines Update in Sachen Messer. Was und wie und wieso, seht ihr gleich nach dem Intro. So, meine Lieben, es gibt mal wieder eine Änderung im Waffengesetz. 2019 macht es wieder möglich. Wir machen wieder alles schwieriger. Es gab am 7.05.2019 einen Antrag auf Änderung im Waffengesetz. Und im Großen und Ganzen werde ich euch da ein bisschen rausfiltern, was sich denn jetzt wirklich geändert hat, weil die Gesetzestexte natürlich mal wieder so ein bisschen verworren geschrieben sind. Dieses Mal kann ich auch nicht anders. Ich muss ein paar Sachen einfach mal hinterfragen. Na, aber Gesetz ist Gesetz. Und zwar werde ich euch mal kurz vorlesen. Im Antrag auf Änderung des Waffengesetzes hat sich Folgendes aufgetan. Es wurden Probleme geschildert. Dazu wurden Ziele erläutert und eine Lösung. Da gehen wir jetzt mal ein bisschen in die Materie rein. Im Antrag, ja, auf Änderung. Ich blende euch jetzt mal hier einfach das Bild dazu ein. Die Probleme. Angriffe mit Messer sind weiterhin in hoher Zahl vorhanden, ja, also wer hätte es gedacht? Natürlich, in Deutschland darf man keine Waffe mit sich rumführen, zum einen das, zum anderen auch gar keine Schusswaffen. So, jetzt sagt ihr euch wahrscheinlich, der Laie, was eine Waffe und eine Schusswaffe, ich dachte, das ist dasselbe. Nein, es gibt auch Messer und es gibt auch andere Gegenstände, die als Waffe definiert werden, das ist ganz einfach auch nachzulesen im Waffengesetz. Und es gibt bestimmte Waffen, die gab es auch schon immer, die man bisher führen durfte. Ich habe schon mal hier in einem anderen Messer-Waffengesetz-Video erklärt, welche Messer man zum Beispiel führen darf, welche man nicht führen darf und welche generell komplett illegal sind in Deutschland. Jetzt gibt es aber hier natürlich das Problem, auf was soll denn ein Krimineller noch groß zugreifen, wenn er an die meisten Schusswaffen oder anderen Waffen schon gar nicht rankommt? Natürlich nimmt er ein Messer. Und da ist es, glaube ich, ganz egal, was für ein Messer er nimmt. Auch wenn er ein Küchenmesser nimmt. Ein Krimineller bleibt ein Krimineller. Und deswegen bleiben auch weiterhin Angriffe mit Messer in hoher Zahl vorhanden. Ja, das ist einfach ganz selbsterklärend. So, Angriffe mit Messern in hoher Zahl immer noch. Weiterhin seien die so gefährlich, dass sie das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung beeinträchtigen. Na, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist so ins Wanken geraten, wahrscheinlich durch Messerangriffe. Ich weiß nicht, was schlimmer war, die Angriffe durch LKWs auf Weihnachtsmärkten. Für mich sind das so Dinge, die sind ein bisschen beunruhigender. Ja, aber LKWs werden deswegen auch nicht verboten und Fahrverbote in Städten gibt es für LKWs weiterhin auch nicht. Die Bevölkerung fühlt sich anscheinend nicht mehr sicher. Deswegen müssen wir jetzt was tun. Das Ziel. Durch gesetzliche Maßnahmen soll Mitführen von Waffen und Messern in der Öffentlichkeit in stark frequentierten Orten weiter eingedämmt werden. Ein Fremdwort, das man vielleicht nicht immer alle Tage hört. Stark frequentiert, einfach stark besucht. Ein stark besuchter Platz, ja, ein stark besuchter Ort. Und an dem möchte man jetzt auch quasi das weiter eindämmen. So sollen Gelegenheiten zu Angriffen mit Waffen und Messern verringert werden. Die Gelegenheit, einen Angriff auszuführen, soll da schon gestoppt werden, indem man sagt, an stark besuchten Orten gibt es keine Messer oder sollen keine Messer mitgeführt werden. Die Gelegenheit ist, glaube ich, in jedem Restaurant gegeben. In einem stark besuchten Kaufhaus, in dem es auch ein Restaurant gibt, liegt natürlich, kriegt man dann Messer zum Essen. Und wenn, lass es mal ein Steakmesser sein, dann kann man natürlich auch da die Gelegenheit definitiv nutzen und jemand verletzen mit einem Steakmesser, wenn man sich denn an das Gesetz hält. Vorausgesetzt, man ist natürlich kein Krimineller. Ja, weil ein Krimineller wird natürlich sagen, hey, solange ich nicht am Eingang der Stadt komplett durchsucht werde und überall alles abgesperrt ist, wer will denn nachweisen, dass ich ein Messer mit mir führe? Vielleicht ist da eher das Problem. Wenn der Kriminelle natürlich immer noch sagt, ich möchte eine Straftat begehen, dann wird er das tun. Dann ist ihm egal, ob er die Gelegenheit dazu bekommt oder nicht. Er macht es einfach. So, und jetzt kommen wir zur Lösung. Ah. Die Lösung der ganzen Sache, besserer Schutz vor Messerangriffen, wird im Ergebnis zu einer deutlichen Stärkung des Sicherheitsempfindens der Bevölkerung führen. Bitte was? Also, mal angenommen,
die Bevölkerung in ihrer kompletten Fülle, wie wir sie haben in Deutschland, alle Einwohner wissen jetzt von dieser Regelung. Und ich kann euch sagen, wahrscheinlich über 90% der ganzen Bevölkerung in Deutschland weiß noch nicht mal, dass dieses Gesetz verabschiedet wurde. Denn ich habe auch selber erst vor kurzem davon mitbekommen, und das auch nur im Kreisen meines Schützenvereins, weil es da Leute eben gibt, die sich mit solchen Dingen natürlich auch befassen. Weil wir Waffenbesitzer uns natürlich mit solchen Dingen wirklich befassen müssen. Wir müssen wissen, mit was wir uns strafbar machen oder was nicht. Und sobald irgendwas mit Waffen zu tun hat, sind wir ganz schnell daran, unsere rechtlich legal erworbenen Waffen zu verlieren, wenn wir irgendeine Straftat begehen, die mit einer Waffe zu tun hat. Oder ein Messer, das gar nicht als Waffe eingestuft wird. Die Antragsteller gehen davon aus, wir machen dieses Gesetz, setzen wir in Kraft, und ab jetzt fühlt sich die Bevölkerung deutlich, ja, deutlich steht da drin, stärker, ja, sicher, einfach deutlich gestärkt und sicher. So, weiterhin sollen immer noch Waffenverbotszonen eingerichtet werden in Orten, in denen es noch nicht mal kriminell hohe Belastung gibt. Ja? Das heißt, in bereits Städten wie Hamburg gibt es schon Waffenverbotszonen. Und dennoch sollen auch jetzt in den anderen Orten, in denen es überhaupt keine kriminelle Belastung gibt, auch eine Waffenverbotszone eingeführt werden. Das heißt, auch wenn es noch gar keine Probleme damit gab, da wird es schon mal verboten. Einfach mal so rein pro forma. Das ist das Gleiche, wie man das hier mit dem Diesel gemacht hat. Ja, einfach mal verboten. Stadt ist gleich alles verboten. Also in der Stadt, wo man sich aufhalten soll, darf man bald nichts mehr. So, und in diesen Verbotszonen zusätzlich soll bei Bedarf, ja, das Führen aller Messer jeglicher Art verboten werden. Egal, ob es jetzt ein Buttermesser ist oder egal was. Alles wird verboten. Und dieses Recht soll den ganzen Landesregierungen dann vorbehalten werden. So, also ich habe gerade gesehen, Probleme und Ziel, was ich vorgelesen habe, war jetzt hier Punkt A im Antrag auf Änderung, und die Lösung war bereits der gesamte Punkt B. Ich habe es euch hier eingeblendet. Jetzt kommen wir mal noch zu Punkt C, D und E. Ja, ich blende das ein. Alternativen? Keine. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte? Keine. So kann natürlich nur der Staat schreiben. In § 53 Absatz 1 Nummer 23 werden die Wörter § 42 Absatz 5 Satz 1 auch in Verbindung mit Satz 2 durch die Wörter § 42 Absatz 5 Satz 1 oder auch 2 auch in Verbindung mit Satz 3 oder 4 ersetzt. In der Anlage 2 Abschnitt 1 Nummer 1.4.1 wird Satz 2 gestrichen. Ja, So, jetzt muss man natürlich auch den ganzen Text dann hier nämlich nebendran legen und dann vergleichen, was wurde verändert. So, da geht's weiter. Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden Sätze 4 bis 6. Im neuen Satz 4 werden nach Angabe Satz 1 die Angabe oder 2 eingefügt. Im neuen Satz 5 wird die Angabe Satzes 2 durch die Angabe Satzes 4 ersetzt. Im neuen Satz 6 werden die Wörter nach Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 durch die Wörter nach Satz 1 oder 2 in Verbindung mit Satz 3 oder 4 ersetzt. Ich komme mir schon vor wie ein Rapper. Ja? Und dann das Allerwichtigste kommt jetzt. In § 42a Absatz 1 Nummer 3 wird die Zahl 12 durch die Zahl 6 ersetzt. Was bedeutet das für uns? Und zwar hat dann der Bundestag innerhalb von unbestimmter Zeit, so, ich habe jetzt hier wirklich die PDF-Datei rausgenommen und abfotografiert. Und der Antrag auf die Änderung, haben wir ja gesehen, 7.5. nur Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Waffengesetzes vom, steht leider kein Datum rein. Ich kann euch nicht sagen, welches Datum es war. Ob es jetzt noch wichtig ist oder nicht, keine Ahnung. So. Auf jeden Fall hat der Bundestag jetzt folgende Änderung vorgesehen. Und das fasse ich euch jetzt mal kurz hier zusammen. Ich kann euch unten den Link zu der PDF-Datei reinschicken, dann könnt ihr euch das ganze Ding durchlesen. Aber das ist so viel Text, dass ich das einfach mal hier für euch zusammengesetzt habe. Die wichtigsten drei Punkte, die für euch jetzt von Gewicht sind. § 42 Absatz 5. Die Landesregierungen werden ermächtigt, Führen von Waffen in öffentlichen Räumen zu untersagen. So. Öffentliche Räume, ganz einfach Fußgängerzonen, öffentlicher Personalverkehr, Einkaufszentren, Veranstaltungsorte,
Jugend- und Bildungseinrichtungen und alles sonst, wo man viele Menschen antrifft. Änderung Nummer 2. Führungsverbot für Messer mit Klingenlängen über 12 cm wurde jetzt eingeschränkt. So, ich habe im letzten Video euch gezeigt, damals waren so Messer wie das hier mit einer Klingenlänge von 11,5 cm noch legal. Jetzt gilt das hier nicht mehr. Klingenlänge 12 cm, ja, wurde geändert zu Klingenlänge von über 6 cm. Alles, was über 6 cm geht, ist jetzt nicht mehr zu führen erlaubt. Und da reden wir nur von feststehenden Klingen mit einseitig geschliffener Klinge. Sowas wie so ein kleines Fischermesser wird jetzt noch erlaubt sein. Aber auch andere Messer, die zum Angreifen oder Herabsetzen der Verteidigung eines Gegenüber gedacht sind, sind auch nicht mehr erlaubt. Ja, also, einer zack, solche Dinger hier. Gut, die hat jetzt 8 cm Länge, von daher fällt sie jetzt schon raus. Ja, die Klinge ist jetzt auch nicht mehr erlaubt. Und ihr wisst ja, solche kleinen Messer hier sind ja auch schon nicht erlaubt. Und zwar sind sie mit einer Hand zu öffnen. So, egal wie lang die Klinge jetzt davon ist. Einhändig öffnbare Messer sind schon seit sehr langer Zeit unter dem Führungsverbot. Ja, dürft ihr nur zu Hause haben. Wenn ihr weiter nochmal alles wissen wollt, guckt euch einfach nochmal das alte Messervideo an. Da habe ich nochmal alles genau aufgeführt. Nur mittlerweile müsst ihr euch halt eben vor Augen halten. Maximale Klingenlänge nicht über 6 cm. Und die Änderung Nummer 3. Bisher nicht verbotene Springmesser, deren Klinge seitlich aus dem Griff springt und aus dem Griff herausragende Teil höchstens 8,5 cm lang waren, sind jetzt auch komplett verboten. Wichtiger dazu, nur einseitig geschliffen, als wenn jemand so ein Springmesser hatte. Es durfte nur einseitig geschliffen sein, so wie zum Beispiel das hier. Das ist jetzt tatsächlich einhändig zu öffnen. Und auch da kommen wir jetzt über die Länge drüber, ist nur einseitig geschliffen. Sind jetzt komplett verboten. War früher noch anscheinend erlaubt. Im letzten Messervideo habe ich das hier eigentlich als einhand öffnbares Messer angesehen. Aber es springt ja tatsächlich, also da ist eine kleine Feder drin. Ja, von daher auch das dürfte ich jetzt nicht mehr mit mir führen. Ja, bisher schon Führungsverbot für Karambitmesser, das wisst ihr ja. Die dürftest du auch schon nicht mehr mit dir führen, das gilt jetzt schon ein paar Jahre. Solche Messer jetzt hier zum Beispiel, die jetzt auch nicht zum Angreifen gedacht sind, sind einfach nur für draußen ein bisschen hier zum Schnitzen. Wie gesagt, einseitig geschliffen, über 6 cm, jetzt auch verboten zu führen. Jetzt müssen wir uns schon richtig umsuchen, überhaupt noch ein Messer zu finden, das wir mit uns nehmen dürfen. Ich lasse euch gerne hier unten die Chance heute mal mitzudiskutieren. Tauscht euch mal aus darüber. Die Änderungen an sich sind ja schon wieder eigentlich schwachsinnig genug. Und traurig, dass wir einfach schon mittlerweile immer mehr beschnitten werden in unseren Rechten. Straftaten mit irgendwelchen Gegenständen sind Straftaten. Und es liegt einfach nicht am Messer, sondern an demjenigen, der das Messer führt und damit jemanden verletzt. Wenn jetzt jeder anfängt, Straftaten zu begehen, mit Golfschlägern zum Beispiel, wird dann Golf verboten? Darf man dann Golfschläger nur noch verschlossen im Behälter zur Golfplatz dann erfahren und dort auspacken? Ich möchte mal sehen, wie sich da äußern würde, aber wahrscheinlich interessiert das wieder keinen, weil ja ein Golfschläger ursprünglich keine Waffe ist. Was eine Waffe ist, finde ich, beschließt dann immer noch der Mensch, der das Ding benutzt. Denn mit so einem kleinen Ding, das hier als Waffe zu bevorzugen, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, da nehme ich mir doch lieber was, mit dem ich mich besser zur Wehr setzen kann. Das hier sind für uns einfach Utensilien zum Arbeiten, zum Öffnen von Dingen, wenn man einen Fisch schlachtet, wenn man Fischer ist oder irgendwas. Ja, aber definitiv ist das Ganze ein bisschen übertrieben. Und ich kann schon mal davon ausgehen, dass auch das nicht irgendwas ändern wird und auch diese starke, deutliche Stärkung des Sicherheitsempfindens durch dieses Verabschieden des Gesetzes wahrscheinlich nicht was bringen wird. Bitte schreibt mir rein, was ihr davon denkt. Tauscht euch aus, gebt mir noch neue Informationen dazu. Wenn ich jetzt hier nicht alles übernommen habe, ist okay. Ich blende euch alles ein, verlinke euch wieder alles. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche alten Beiträge seht im Internet, von Waffengesetzen, wo noch was drinsteht, von 12 cm. Ja, guckt mal aufs Datum, das müssten jetzt alte Sachen sein, die sind nicht mehr in Kraft.
Jetzt gilt das neue Waffengesetz seit, weiß ich ja nicht, weil der Bundestag hier nicht reingeschrieben hat, wann es geändert wurde. Ich kann es nochmal nachgoogeln. Eventuell blende ich das nochmal ein, wenn ich es bis dahin finde. Wenn nicht, ist ja auch egal. Seit Mai auf jeden Fall ist der Antrag da und dieses gilt jetzt. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ein bisschen geholfen. Und bis zum nächsten Mal. Gunny out.